Raghu Kula, die Familie von Raghu, die Sippe von Raghu, das Haus von Raghu. Raghu Kula kommt von Raghu und Raghu war ein großer indischer König, der besonders in der Ramayana erwähnt wird. Er war so bedeutsam und ein so großartiger König der Sonnendynastie, dass alle Könige nach ihm auch als Raghu bezeichnet wurden. Oder eben sie sind Raghu Kula, Teil der Familie von Raghu, Teil des Hauses Raghu. Man sagt das ja auch im Deutschen, zum Beispiel gibt es das Haus Windsor, das ist das englische Königshaus. Das ist nicht einfach ein Haus, sondern seine Familie. In diesem Sinne, Kula ist Familie, Kula ist Haus und Kula ist die Sippe. Es gibt ja auch Guru Kula zum Beispiel, das ist das Haus des Gurus. Und wenn Mensch, wenn Schüler bei dem Guru leben, dann ist das das Guru-Kula-System. Sie werden Teil des Hauses des Gurus, Teil der Familie des Gurus und lernen eben so. In diesem Sinne sagen wir zum Beispiel, dass wir bei Yoga Vidya auch das Guru-Kula-System haben. Insbesondere, wenn man in Ashrams lebt oder in den Ashrams lernt. Die Teilnehmer kommen dorthin, leben mit ihren Lehrern zusammen, lernen dort in einer spirituellen Atmosphäre. Sonst gibt es Raghu-Kula, die Familie des Raghu, die Nachkommen des Raghu, das Haus Raghu. Und auch diejenigen, die aus der Familie von Raghu stammen, also die Nachkommen, werden auch als Raghu Kula bezeichnet. Und so gibt es zum Beispiel den Beinamen von Rama, Raghu Kula. Raghu Kula ist auch ein Beiname des großen Avatars, Inkarnation von Vishnu, Held des Ramayana-Epos. Er wird auch als Raghu Kula bezeichnet. Derjenige, der aus der Sippschaft, aus der Familie, dem Haus Raghu entstammt. Mehr Informationen über Rama und die Ramayana und viele Geschichten aus der Ramayana und Lebensbeschreibungen von Dutzenden von Helden und auch weniger guten Helden des Ramayana findest du auf www.yoga-vidya.de. Dort findest du ein Suchfeld und dort kannst du eintippen Rama oder Ramayana und so findest du viele Informationen über Rama, die Ramayana und natürlich auch über Raghu und die Familie des Raghu.